Moin, moin, liebe Kluggemeinde, liebe Klugfreunde, liebe Schrauber. Ein Jahr ist vorbei und ich möchte auf diesem Wege euch erstmal auch nochmal frohes Neues wünschen und dass ihr gesund bleibt, das Übliche. Und mich dafür bedanken, dass ihr alle so zahlreich mit 121 Abonnenten, finde ich für mich persönlich, für so einen kleinen Kanal ist das eine ganz super Sache. Da freue ich mich wirklich drüber. Dafür erstmal ein Danke. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Mal sehen, wie weit wir überhaupt reisen können. Da müssen wir uns mal alle überraschen lassen. Das steht ja alles noch so ein bisschen, naja, in den Sternen vielleicht nicht unbedingt, aber es ist eben halt so, wie es ist. Was wir hier gemacht haben an dem Wohnmobil, habt ihr ja alle fleißig verfolgen können und auch verfolgt und auch gut kommentiert. Was noch ansteht bei diesem Wohnmobil wie auch bei anderen Wohnmobilen, das werdet ihr dann weiterhin verfolgen können. Hier für dieses Wohnmobil, für unser, steht als nächstes an die RDKS-Sensoren, die ja in der eingebaut sind. Räder sind ja auch montiert und das war auf den einen Videos ja auch zu sehen. Aber sie sind noch nicht in Betrieb. Das heißt, sie sind noch nicht gelaufen. Und dieses Video kommt auch noch im Fahrmodus. Wie funktioniert es? Funktioniert es wirklich so, wie wir uns das vorstellen? Und so weiter und so fort. Das gleiche gilt für die Heckkamera. Die Heckkamera, den Monitor habe ich hier vorne montiert. Da, wo sonst eigentlich der Innenspiegel ist, der aber hier bei diesem Auto gar nicht vorhanden war, sonst hätte ich den Monitor an den Innenspiegel angebaut und somit habe ich den dann mit dem Saugpröbel dann an die Scheibe gemacht. Mal sehen, wie sich das mit dem Klett verhält. Das war das, was ich damit eigentlich sagen wollte. Überraschen lassen. So hält es und es hält auch so gegen Erschütterungen oder wie auch immer, da fällt nichts ab. Aber keiner weiß, wie das so in dieser Bewegung des Fahrzeugs sich dann auf dem Bildschirm verhält. Und da wird es auch nochmal ein Video drüber geben. Das wären zwei einzelne. Ich glaube nicht, dass ich das in der Kombination machen werde. Und somit sind das erstmal so die nächsten Videos, die auf euch zukommen. Und dann müssen wir mal gucken, was uns danach noch so alles über den Weg läuft. Also es sind noch ein paar Fahrzeuge in der Pipeline, die gemacht werden sollen, unter anderem eine Treppe anschweißen, die ist beim 670 auf Vario-Basis, da ist eine Halterung weg, aber das ist alles ja, nicht so eine Sache, die man mit einem Video, denke ich mal, präsentiert, weil das ist eine Schweißarbeit, das ist, naja, Billeballer. Dann haben wir noch danach ein etwas größeres Projekt. Die Familie möchte auf Jahresreise gehen und da wird Service gemacht und so ein paar Kleinigkeiten, naja, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Da muss der Ringanker versiegelt werden, da muss ein Gurtbock eingebaut werden, 3-Punkt-Gurtbock für die Kinder und zwei Tanks müssen raus und ja, Elektrik überprüfen, so das Übliche, und Heizung einmal durchspülen, Service rundum, das kommt auch mal als nächstes. Mal schauen, was ich davon als Video mache. Hier ist ja auch noch nicht, ich springe mal wieder, ja. Ich mache das immer so, wie ich das gerade so, wie es mir gerade so im Kopf kommt, und ich schneide ja auch nichts, das wisst ihr ja, das läuft einfach so live und in Farbe. Und hier an diesem Video fehlen ja noch, an diesem Clou fehlen ja noch unsere Jalousetten. Da bin ich nochmal am Überlegen, ob ich die zerlege und reinige. Gucke, was da kaputt, welche davon ganz kaputt sind oder zerrissen sind. Ich kaufe mir Meterware und schneide mir den ganzen Kram dann selbst zu.
und dann wird es neu aufgewickelt. Aber das ist noch eine Sache, weiß ich nicht. Das wird wohl im Laufe des Jahres passieren, mal so ein bisschen, wenn mal wieder Luft und Zeit ist. Und vielleicht werden sie jetzt erstmal dann rankommen, damit wir auch unterwegs sein können. Und ich sag mal so, Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden, wie man so schön sagt. Und von daher, im eigenen Wohnmobil, da hat man dann noch ein bisschen Zeit und da gehen halt andere Fahrzeuge halt vor. Das ist so. In diesem Sinne, habt eine schöne Saison, habt schöne Urlaubsfahrten, Wochenendfahrten, etc. Genießt die Zeit, genießt die Sonne, den Winter, whatever. Und behabt euch wohl und bleibt gesund und dem Kanal treu. Ich wünsche euch was. Danke. Tschüss.